Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück im LS22 in Rehbach im April. Ja, und ich begrüße euch zurück quasi von fast den Toten. Ihr wisst, wie das ist mit einer Männergrippe. Ne? Ich denke, der größte Zuschaueranteil von euch ist ja männlich. Und mich hat es jetzt tatsächlich eine ganze Woche komplett auseinandergeflext. Ich bin jetzt gerade so, also das ist der erste Tag heute, wo ich mich halbwegs wieder fit fühle. Ich glaube, die letzte Folge habe ich vor einer Woche aufgezeichnet, also ein bisschen was über einer Woche her. Und ja, also vielleicht hört man es, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Das sind so jetzt gerade die ersten Züge, wo ich mich wieder halbwegs ein bisschen einpendel. Es ist Sonntag bei mir, ich war jetzt auch die letzte Woche nicht arbeiten, ging leider nicht. Konnte nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen, es war ein bisschen schade, und aber ne, manchmal, Gesundheit geht halt vor, und ich war glücklicherweise in dem Zustand, dass ich ein paar Videos noch auf Lager hatte, sodass es für euch jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen ist. Ihr habt zumindest die ganze Zeit Content bekommen und ich konnte mich ein bisschen zurücklegen. Ich habe die ersten Tage gar nicht gespielt. Und dann tatsächlich mal ein paar alte Schinken wieder ausgepackt, die ich mal fertig spielen wollte. Habe ich immer noch nicht geschafft, aber... Oder was heißt fertig spielen? Ich hab Division 2 gespielt mal wieder. Tom Clancy's Division, das gute alte, habe mich mal wieder ein bisschen reingefuchst. Da war ich ja schon im Endgame, aber oh Gottes Willen, das ist ja tatsächlich kompliziert. Aber da habe ich, glaube ich, so 2 Tage mal mit verbracht. Und dann habe ich jetzt die letzten Tage Ghost Recon Wildlands gespielt. Mal gepflegte Baller-Action muss da auch mal wieder sein. Und ja, genau. Das war so im Groben und Ganzen jetzt so meine Beschäftigung. Neben 3-4 Mal mit dem Hund am Tag rausgehen und irgendwie Nahrungsmittel in mich reinschieben und versuchen, nicht zu krepieren. Nein, ich übertreibe natürlich maßlos, aber es gibt so Erkältungsphasen, die sind etwas angenehmer, die war etwas bescheidener, das gebe ich auch zu. Und deswegen, sonst also wenn ich, man merkt immer den Krankheitszustand bei mir daran, ob ich zocken will oder nicht. Und die ersten Tage war ich wirklich auf dem Level, dass ich nicht mal Lust hatte zu zocken. Und habe ich echt bloß im Bett verbracht und naja. Ist halt wie es ist. Aber wir schauen ja nach vorn und jetzt wird es langsam wieder ein bisschen besser. Ne? Es geht bergauf. Und es ist gut so, denn wir wollen ja hier auch vorwärts kommen. Ne? Das nenne ich immer als Ausrede. Und von daher passt das schon so. Jetzt parken wir mal die ganzen Geräte ein. Ne? Es ist wüst. Ich habe hier nicht viel gemacht. Ich verschaffe mir mit euch wieder einen kleinen Einblick darin. Ich finde, es ist so ein bisschen cool. Einerseits, klar, ich gucke mir auch die Videos an, die letzten Videos, die ich gemacht habe. Ne? Also das heißt, ich spreche auch immer darüber so ein bisschen, was so die Pläne sind für die nächsten Folge, zumindest manchmal. Und manchmal wirklich planlos, so nach dem Motto, wenn ich am Ende einer Folge mir angeguckt habe, irgendwas erzählt habe, irgendwas noch gemacht habe und in der nächsten Folge erstmal mir ein komplettes Bild davon zu machen. Aber seht es einfach als eine Art Wiederholung, okay? Ist für mich eine Wiederholung und für euch auch. Kommt, wenn ich eine längere Session habe in der Aufnahme, natürlich dann eher weniger vor. Aber so wie jetzt hier, wo ein paar Tage zwischendrin, ich gucke mir nicht die ganze letzte Folge nochmal nach und durch Chilonka und Co. ist natürlich auch, bin ich dann teilweise immer ein bisschen raus. Ich weiß aber, dass wir in der letzten Folge natürlich die Futtermischanlage gestellt haben. Dazu gab es auch eine Frage, was die Mod betrifft. Da möchte ich mal auf, ich glaube, da habe ich das auch drin. Guckt mal, weil ich bin ja faul, was die Modlisten und so angeht. Für mich ist das auch so ein Ding, dadurch, dass sich das permanent verändert. Ne? Aber diese Mod hat sich zum Beispiel nie geändert. Die habe ich schon ewig drin. Und diese Tierfutterproduktion hatte ich zum Beispiel in der Oldstream-Farm drin. Und da bilde ich mir ein, habe ich in den ersten Folgen eine Modliste gemacht. Da bin ich mir aber nicht genau sicher. Was ich aber auf alle Fälle weiß, ist, dass ich für Chilonka eine Modliste gemacht habe, eine ganz simple, wo einfach bloß die Mods aus der XML-Datei rauskopiert sind in der Excel-Tabelle, und die habe ich abgelegt, und den Link findet ihr unter meinen Chilonka Let's Plays in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, falls es da nicht findet. Ganz simpel ist es auch einfach. Ich gebe den Tipp ab und zu mal, ich gebe den diesmal nochmal. Wenn ihr nach einer Mod sucht, dann merkt euch einfach, wenn ich diesen Kram hier stelle,
was da dabei steht. Ne? Hier steht USA Tierfutteranlage. Ne? Das ist also die Mod. So, okay. So, hier steht natürlich jetzt nicht viel dazu, aber da kann man nach diesem Switty Modding suchen. Ne? Und Energiewerk Mod. Ne? Also im Endeffekt einfach nach den Mods schauen, nach den Bezeichnungen. Das sollte eigentlich fast immer genügen. Aber natürlich stellt weiter eure Fragen. Ne? Das ist also, ich sage damit nicht, dass das falsch ist. Ganz im Gegenteil. Kommentiert weiter fleißig meine Videos. Das freut mich sehr, auch wenn ich nicht immer alle beantworte. Ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar durch. Und das hilft mir und meinen Videos natürlich, ja, einfach, ich sag mal, ein bisschen besser dazu stehen auf YouTube. Ne, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Kommentieren, liken und vor allem viel gucken. Das ist das Wichtigste. Guckt viel die Videos, denn das ist das, was letzten Endes natürlich, ja, meine Reichweite erhöht, sodass wir mehr Leute erreichen können, sodass wir einfach, ja, noch gemeinsam wachsen können, dass wir noch eine coole Zeit miteinander haben und, ja, noch einen regeren Austausch miteinander bekommen. Denn je größer der Schwarm, umso größer auch das Wissen, ne? Das gehört ja auch dazu. Und ich lerne ja wahnsinnig viel durch euch und kann das Wissen natürlich dann wiederum teilen, ne? Ich bin so ein bisschen wie das Sprachrohr zwischen der Community und, genau. So betrachte ich das zumindest. Genau. So. Jetzt haben wir erstmal den ganzen Kram eingesammelt. Geht ihr erstmal rein. Sehr schön. So. War das Feld jetzt leer? Ich glaube, das war jetzt leer. Wir werden jetzt mal den Anhänger hier reinparken und werden mal uns mit dem Güllefass beschäftigen und werden dann da wenigstens noch mal ein bisschen was an Gärresten draufknallen. Das wäre jetzt so mal ein grober Plan. Also das heißt, wir werden hier erstmal ein bisschen klar Schiff machen heute. Oh, es ist echt ganz schön eng hier. Weil der andere Anhänger da einfach total kacke dasteht. Hätte ich ein bisschen weiter rüber parken können. So, ansonsten habe ich ja, wie man sieht, schon ein bisschen was an Silage zumindest verteilt. Lasst uns mal noch mal kurz reinschielen, wie das hier war. Okay. Wir haben hier auch schon ein bisschen Mischration angefertigt. Ne? Hier ist eine Silage schon drin. Wir haben Stroh drin, wir haben Heu drin. Wir haben ein bisschen Diesel drin. Den braucht es ja auch. Ne? Das läuft ja auch fleißig durch. Der Futtermischwagen steht gut da. Alles schick. Wir haben es halbwegs ausgeschmückt, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, die paar Bäume habe ich dann noch nach der Folge gestellt. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zumindest die Lage checken, wie es im Kuhstall aussieht mit der Gülle. Und dann flacken wir mal noch ein bisschen was davon breit. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Kalk aussieht auf dem Grasfeld. Müsste doch auch irgendwann mal wieder Mode sein, oder? Naja, wir checken das heute mal durch. So, zumindest hat man noch ein bisschen was an Gülle da. Genau, so, dann einmal rum hier. Dann gucken wir mal, dass wir den Krempel hier reingehen. Ich sehe alles einfach nur wie hingerotzt hier. Ne? Alles bloß irgendwie hier abgestellt. Ja, daran hat man gemerkt, dass ich einfach froh war, dass ich dann irgendwie mich ein bisschen wieder ausruhen kann. So, bloß mal ein Stück rüberrutschen, den ganzen Krempel. Können wir eigentlich hier derweil abstellen. Ne? So, sehr schön. Da kommen wir hier nämlich vorne auch an den Trigger. So, und während der da sich entlädt, würde ich jetzt hier nochmal kurz drauf schauen. Genau, und hier haben wir einen pH-Wert, der ist gut, ne? 4 von 6, genau, Gerste, 4 von 6. Lass uns nochmal auf dem anderen Feld gucken, denn da dachte ich, war das
Moment, wir machen aber, wir ziehen den mal nach hinten, weil der wird nämlich gleich nochmal genauso lange brauchen gefühlt, bis der hier voll ist. So, das passt, genau. Und dann checken wir mal das andere Feld nochmal ganz kurz durch, denn da müsste es, glaube ich, schon 5 von 6 sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, 5 von 6. Okay, hier sieht es auch gut aus. Und das Grasfeld können wir dann prüfen, wenn wir so weit ran sind. Wie sieht es hier eigentlich aus? Hier haben wir jetzt ein bisschen Dünger da, ne? Herbizide, Diesel ist drin, ist eigentlich alles gefüllt. Es fehlen jetzt halt Güter für weitere Produktionssteps. Aber ich werde das Ding ja auch nicht durchlaufen lassen, sondern wirklich nur unseren Bedarf decken. Und dann passt das schon. So, ich denke, der müsste jetzt auch voll sein hier. Wie viel an Gärresten haben wir hier eigentlich noch drin? Oh, 80.000 Liter, das ist gut. Da haben wir mal schön sparsam. So, dass wir das jetzt gut nutzen können wieder. Da können wir unser Grasfeld nämlich mal wieder ordentlich düngen. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal nämlich gar nicht gemacht. Da werden wir diesmal bestimmt ein bisschen mehr Dünger brauchen. Oh, einmal gleich mal hier rum. Ja, ihr seht auch hier, ne? Hier liegen noch ein paar Grasreste rum. So, genau, kurz checken. Ja, also pH-Wert müsste, ist okay. Ne, also ich würde sagen, vielleicht machen wir einfach nächstes Jahr mal alle Felder mit Kalk. Und da würde ich mich jetzt diesen Monat noch nicht aufhalten, denke ich. Wir schauen mal. Ich würde es dann einmal in einem Rutsch alles durchziehen. Und dann passt das nämlich auch. Ah ja, ihr seht schon, das mit dem Düngen hier ist auch nicht mehr so perfekt. Könnte man schöner machen, aber wie gesagt, mir kommt es jetzt auch nicht drauf an, ob jetzt hier wirklich jede Fitzel bis in die Ecke durchgedüngt ist. Das passt schon. Ja, genau. Ich will noch mal ein bisschen Bezug nehmen, trotzdem jetzt auf die aktuelle Zeit. Ich weiß ja auch genau, mit dieser Geschichte, dass es mir jetzt nicht gut ging und so. Und mir hat jetzt die eine Woche tatsächlich, mich mal rauszunehmen, gut getan. Und ich habe das ja auch schon mal grob ein bisschen angekündigt gehabt. Es kommt ja jetzt auch Weihnachten und es sind noch ein paar andere Sachen da. Ich habe es jetzt auch schon mal etwas gestretched gehabt und ich werde das auch jetzt weiter so erstmal handhaben. Ne, ich mache nach Gefühl, so wie ich gerade Bock und Laune habe, werde ich jetzt Folgen aufzeichnen. Das heißt, es wird regelmäßig Content kommen, aber ich werde es peu à peu ein Stück wieder runternehmen, zurücknehmen. Ne, ursprünglich waren ja immer so 3 LS-Videos in der Woche und das ist, glaube ich, auch ein Stand, wo ich mich wieder hinbewegen möchte. Ne, wird sich jetzt natürlich mit Chilonka und mit dem Rehbach-Projekt teilen. Und von daher werde ich das nach eigenem Ermessen machen, wie die Folgen dann online kommen. Und heißt gerade, weil ich jetzt momentan noch nicht so fit bin und wenn ich gerade einen Run habe in Sri Lanka, kann es halt sein, dann kommt jetzt halt mal bloß ein Video in der Woche. Ne, also mal schauen, wie ich das hier eintakte. Ne, das letzte Rehbach-Video ging jetzt irgendwann die Tage online. Ich denke, ich werde das hier irgendwo dann so, ja, mal schauen. Ich denke, so ein Wochenrhythmus aktuell, bis ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder habe, mehr Zeit habe, beziehungsweise natürlich auch fitter bin. Ne? Also für mich sind ja beide Dinge, sind da halt, denke ich, recht wichtig. Und es stehen einfach noch wahnsinnig viele Termine an, auch am Wochenende und Co., was natürlich für mich Zeit bedeutet und genau. Nur, dass ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. Ne? Ich mag das ganz gerne, euch da mit ins Boot zu holen, euch ein bisschen, ne, die Transparenz, dass ihr das wisst. Ein Stück weit darüber können wir schon noch, ne? So. Ja, genau.
Ja, dass ihr euch einfach nicht wundert, wenn es einfach mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Ich weiß, dass ihr alle Verständnis dafür habt. Ja, und das ist ja das Schöne daran. Und genau, so. Während der hier mal macht, wir müssen gleich nochmal nachtanken, ne? Da wird eine Runde hier nicht reichen. Guck mal, wir müssen auch mal Geräte reparieren, so wie das hier aussieht, sind einige doch ganz schön. Gewicht muss ich mal reparieren scheinbar. Was passiert, wenn ich das Gewicht nicht repariere? Also, weiß ich nicht, fahren da meine Geräte langsamer? Ist es dann nicht mehr so schwer? Es ist manchmal ein bisschen. Also ich verstehe, dass es als Gerät gezählt wird und dass natürlich der Zustand des Gerätes natürlich auch überprüft werden muss. Ne, gerade auch die Aufhängung wäre jetzt das, was mir jetzt im realen Leben einfällt. Aber wie will der LS das abbilden? Dann müsste es ja bedeuten, dass es einfach irgendwann nicht mehr anhängen kann. Das wäre, glaube ich, so ein Stand bei einem Gewicht, wo ich sagen würde, ja, das passt. Ich muss es irgendwie, aber wie repariert man es dann, wenn man es nicht mehr anhängen kann und nicht mehr zum Werkstatt-Trigger fahren kann? Ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Fragen über Fragen. So. Nächste Ladung. Wir fahren hier links. Und dann ist nämlich das Feld, wenn wir jetzt mal den Kalk außen vor lassen, wieder in Schuss. Fertig für mehr Gras. Mehr Stuff. Eins muss ich definitiv schon sagen, was mir jetzt natürlich im Vergleich zu Chilonka auffällt, habe ich da ja auch schon gesagt gehabt, dass die Möglichkeiten der Gestaltung, der Hofgestaltung natürlich nochmal ganz, ganz anders sind aufgrund der Texturen und Co. Was das ausmacht, ne? Wenn man einfach nur ein bisschen anderes Gras noch zur Verfügung hat, was saftiger und grüner aussieht, das ist hier natürlich viel, 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 viel schöner. Ich bin mal gespannt. Ne, ihr wisst ja, das Rehbach-Projekt, das wird irgendwann, ja, irgendwann so sein Ende finden. Und Chilonka ja auch. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann einmal noch ins Spruce Mountain Farm, wieder, Spruce Mountain Farms, war das da? Ja, ich glaube irgendwie Spruce Mountain. Ich habe schon so lange nicht mehr auf der Map gespielt, dass ich schon vergessen habe, wie sie heißt. Dass wir das vielleicht nochmal, unser XXEL-Projekt nochmal irgendwie zum Ende führen, was wir ja auch irgendwie noch stehen lassen haben, was ja an sich cool war, aber wo es ja auch eher optische Gründe gab, weswegen ich das dann irgendwann hab stehen lassen, ne? Weil das halt einfach zu eckig und zu amerikanisch dann vielleicht doch war, obwohl, nee, ich glaube eher das Eckige, das Amerikanische stört mich ja nicht, aber das habe ich mir bewusst so ausgesucht, aber dieses Eckige. Und dieses weniger Natürliche, das haben wir jetzt in Chilonka auch, aber da sind natürlich die Aufgaben sehr, 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 sehr spannend und wir versuchen uns da natürlich trotzdem einfach einen schönen Hof dann dahin zu zimmern. Aber ich bin mal gespannt, was es dann vielleicht irgendwann danach noch geben wird. Denn, selbst Chilonka wird sicherlich kein ganzes, also weiß ich nicht, mal gucken, was die Zeit sagt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir Rehbach so lange spielen. Die erste Folge Rehbach ist jetzt vor einem halben Jahr online gegangen, müsst ihr euch mal reinziehen. Wobei ich ja auch weiß, dass es andere YouTuber gibt, die ziehen dann auch so ein Projekt mal echt bis in die Hunderte von Folgen durch und spielen die schon, ich glaube selbst bei Endplay, ich verfolge die Videos nicht so komplett 100% aktiv, aber ich glaube bei ihm ist es ja auch so, dass er immer noch auf Orbelera spielt und seine Projekte da wirklich sehr, 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 sehr lange verfolgt. Ich persönlich mag es ja dann ganz gerne auch einfach mal einen Mapwechsel wieder zu haben. Naja, denn es ist halt so durch die, liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich natürlich sehr verschachtelt spiele. Mit den ganzen Produktionen, viele Tiere und so. Und man hat natürlich dann auch einfach wahnsinnig viel zu tun. Und deswegen ist es halt dann doch immer noch mal ein bisschen was anders. So. War übrigens witzig, dass ich hatte ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Chilonka war oder hier, auf jeden Fall in einer der letzteren Folgen mal das Thema angesprochen gehabt mit,
Kommentarkultur und Kritik und Spielweisen, ne, wo ich einfach nochmal so ein bisschen auf meine chaotische Spielweise eingegangen bin. Und just in diesem Moment kam dann auch, als das Video draußen war, auf eine andere Folge, die letztes Jahr rauskam, zum Anfang meines Projektes Silver Run Forest. Eine ähnliche Debatte hoch, weil ich da natürlich die Thematik auch hatte. Das ist sozusagen, passiert das ja immer dann, wenn neue Zuschauer auf meinen Kanal kommen und sozusagen mit der Spielweise, ich sag's jetzt mal pauschal, nicht einverstanden sind. Und dann ist es natürlich sozusagen, wo ich dann einfach bloß so meine Meinung, ne, ihr wisst ja, wie das läuft, ich stehe da ja auch dazu, ist ja vollkommen fein, es ist ja auch okay, ne, wenn die Leute das so kommentieren, einfach dazu abgebe. Oh, das war witzig, das ist genau halt immer bei den neuen Projekten, also ich meine, es ist gut, weil natürlich dadurch neue Leute auch dazu finden, ne. Es ist selten so, dass die Community halt wächst, wenn mit Folge 85 eines Projektes, sondern irgendwie dann eher, wenn man ein neues Projekt hat, was dann einfach auch von YouTube ein bisschen mehr promoted wird und so, und wo natürlich das Interesse dann auch wesentlich höher ist. Ne, ist immer noch eine ganz witzige Geschichte. Genau, so, jetzt haben wir das Grasfeld auf alle Fälle erstmal auf dem Stand. Jetzt checken wir mal nochmal kurz die Lage. Also ich will einmal nochmal, bevor ich es vergesse, hier nochmal reingucken. Okay. Ne, hier gibt es einen John Deere, aber den werden wir uns nicht gönnen. Ich glaube, Traktoren haben wir aktuell genug. Die Schafe sind versorgt, die haben Wasser, die haben Gras. Die Hühner, genau, haben auch Getreide. Und die Kühe könnten aber nochmal ein bisschen Mischration bekommen. Stroh sieht gut aus. Mischration ist aber jetzt aktuell noch in Fertigung. Und ansonsten sieht es eigentlich, denke ich, ganz gut aus. Ne? Die beiden Felder haben wir uns angeschaut. Produktionsgebäude können wir jetzt noch einmal kurz einen Blick drüber werfen. Ich sehe gerade, wir haben keinen Kalk mehr. Wir können auf jeden Fall nochmal Steine zukaufen für unsere Kalkproduktion. Und da würde ich tatsächlich, nehmen wir mal, kommt, wir investieren mal hier, wir machen mal Steine voll, dass wir hier mit Kalk gut durchkommen. Ja, der braucht auch weniger Wasser, das passt schon. Der soll da mal seinen Kalk produzieren. Ach, shit. Das war die falsche Produktion, Freunde. Da habe ich jetzt gepennt. Da habe ich es in der Agrarproduktion angeworfen. Na, okay. Dann holen wir halt da hinten mal ein bisschen Kalk, dann ist es auch okay. Oh, das ärgert mich jetzt. Ja, hier hätten wir noch 40.000 Liter Kalk gehabt, ne? Ist okay. Also wenn wir Kalk brauchen, vielleicht verkaufe ich den dann auch einfach mal. Dann ist es so. Dann ist das Gebäude für mich abgeschrieben und dann ist es gut. Ne? Ja. Mal gucken. Mal gucken. Wahrscheinlich werden wir es verkaufen dahin und dann werde ich das hier vorne weitermachen. Und dann ist halt wirklich doof, dass ich dieses Gebäude, ne? Mir fehlt wirklich dieser Punkt, dass ich das Gebäude verkaufen kann. Das ist tatsächlich was ich sehr, sehr schade finde, wenn man es nicht mehr braucht, dass man es einfach behalten muss. Okay, Getreidemühle läuft jetzt auch nichts mehr weiter. Eine Biogasanlage ist eigentlich am Start. Genau, Gülle, Mist haben wir alles aufgefüllt. Gewächshäuser haben Wasser. Molkerei hat Milch. Pflanzen, genau, werden auch bald wieder Mode. Das sieht auch noch gut aus aktuell. Spinnerei nach Mars sieht gut aus, genau. Tierfutteranlage haben wir eigentlich auch weitestgehend befüllt und im Zerkleinerer läuft der Kram auch durch. Ich denke, wir fahren mal noch eine Runde hier rüber. Okay, so, lass mal hier einfach wieder ein bisschen Platz haben und überlegen noch mal ganz kurz, ob wir ein bisschen was noch hier reinspawnen wollen oder ob wir sagen, das passt schon so. Wie viel verbräten die Anlage am Tag? 240 Zyklen? Ach, das ist wieder so eine doofe Rechnung, ne? Oh, nee, da bin ich gerade nicht in der Lage. Wir, genau, 240 Zyklen. 1000? So viel? Produziert er echt so viel TMR?
Also ich glaube, das müsste recht schnell voll sein. Wir gucken mal. Wir machen mal die Zeit, wir spulen mal ein bisschen. Na, dann sehen wir ja, wie das runtergeht. Und dann können wir ja vielleicht einmal noch TMR voll machen heute bei den Tieren. Das läuft ja eigentlich ganz fluffig. Oh, ich glaube, irgendwas um die 26 Kubik oder so gehen in das Fahrzeug rein. Die können wir noch mitnehmen. So, dann machen wir jetzt wieder auf normal. Okay, perfekt. Und dann nehmen wir das Fahrzeug auch gleich immer für die TMR. Dann haben wir den anderen im Zweifel, die anderen Anhänger einfach übrig. Ja, das war für Backup immer die noch mit parat haben. Und hier können wir jetzt einfach drunter fahren. Zack, einmal TMR rein. Genau, wie besprochen, 26.000 Liter passen hier rein. Und dann geht es jetzt einmal zum Stall. Ich fahre mal rückwärts rein. Mal ihn gleich immer so abstellen. Okay, einmal raus hier. Ja, und während der sich hier entlädt, noch mal ganz kurz hier drüben wenigstens noch mal drüber gucken. Genau, okay, also mit den Paletten sieht es eigentlich auch ganz gut aus, ne? Die lassen wir einfach natürlich noch weiter spawnen. Es ist ja auch noch ein bisschen Kapazität sonst da. Glaube ich, obwohl, die Eier müssten hier, genau, wenn voll, dann voll, so rum war das. Und dann spawnen ja hier noch die beiden. Also das räumen wir dann natürlich auch wieder alles schön auf. Und dann passt das schon. Gabelstapler steht auf alle Fälle in Position. Ihr seht die zwei Strohballen hier, die habe ich klein gehäckselt, genau. Ist auch wieder ein bisschen aufgeräumt. So, wie sieht es hier jetzt aus? Er hat jetzt noch Mischrationen drin. Und die Kühe sind auf alle Fälle gefüttert. Wie sieht denn das aus? Präproduktion in 10 Monaten. Da habe ich es wahrscheinlich mal verschlafen, Kühe zu verkaufen. Können wir ins Menü noch reinschielen, wie es hier überhaupt aussieht. Haben wir männliche Kühe, die weg können? Hier haben wir Bullen. Sechs Stück, scheinbar. Und eine kleine Überbelegung. Da was, die können wir eigentlich nochmal schnell verkaufen fahren. Wir waren lange eigentlich keine Runde mehr drehen mit unserem Anhänger. Den könnte man eigentlich mal wieder sich schnappen und könnte da mal noch eine kleine Runde drehen und dann werden wir mal die Bullen rausflacken. Ne, der im Moment ist das Ding ja überbelegt. Und dann machen wir das jetzt noch hier so gemütlich zum Abschied für die Folge heute. Und dann denke ich, sind wir auf alle Fälle fit für den Sommer, der dann kommen möge. Und dann denke ich, wird es in den nächsten Folgen dann nochmal um Ernte gehen. Ich werde sicherlich bis zur Gersteernte durchspielen und dann werden wir die zwei Ernten einfach mal hintereinander wegpflügen. So. Das wäre, glaube ich, auch mit dem Bührer gegangen, oder? Ich glaube, ich habe Bock, eine Runde mit dem Bührer zu drehen. Wenn wir schon dabei sind, noch mal ein bisschen was Entspanntes heute. So, der Bührer, der steht hier drüben, nämlich gleich. Und den schnappen wir uns jetzt. Und dann machen wir mit dem jetzt noch mal einen kleinen Tiertransport. Da ist der Kollege. Sehr gut. Ja, der gute Bührer, ne, der kam viel zu kurz in den letzten Monaten. Ich habe den sehr, sehr selten verwendet, weil der einfach hinten am Kalkstreuer stand und deswegen natürlich auch nicht oft im Einsatz war. Und die anderen Traktoren natürlich einfach für das Schnelle besser sind. Und ihr merkt das ja bei mir, ne? Das ist immer so ein Wechsel mal zwischen Husch Husch und zwischen einfach mal sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und gerade darf es gern auch einfach ein bisschen gemütlicher sein. Ein bisschen stressfreier. Ja, und ich glaube, wenn der Bührer für irgendwas gut ist, dann für so eine kleinen Fahrten hier, ne, wie mit den Tieren. Die wollen es eh nicht, wenn ich, ne, wenn das so hoppelt mit irgendwie, wenn man hier mit 50 km/h hier über die Huckel drüber braust, das ist, glaube ich, für die auch nicht so schön. Oh, das ist doch das perfekte Fahrzeug.
Sehr schön. So. Also, Bude ist schon offen, ne? Brauchen wir eigentlich bloß einmal hinten ran. So, gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie jetzt hinkriegen. Ah, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Gleich mal hinten ausklappen. Genau, und jetzt kommen wir richtig ran. Zack, und dann können wir die Bullen nämlich einladen. Jo. Okay, damit haben wir keine Bullen mehr bei uns im Stall. Und der Stall ist wieder in einer recht angenehmen Belegung. Und damit passt das schon. Und dann geht's einmal rüber. Gucken, ob wir hier hochkommen. Huch. Ah, das ist schon eine Sache, das kriegt er gut hin hier, ne? Da mache ich mir jetzt mal keinen Kopf drum. So. Wäre auch nochmal eine Idee, ne? Ich habe also immer so manchmal so ein paar Ideen für Projekte im Kopf. Zu sagen, man spielt mal wirklich nochmal irgendwie eine Karte wirklich mit ganz einfachen Mitteln und ganz kleinen Feldern. So mit so wirklich so richtig schön Mini-Hof-like. Aber dafür in einem Wirtschaftsmodus, der wesentlich einfacher ist, das heißt in Mittel oder so. Dass man da wenigstens ein bisschen Geld macht und aber wesentlich händlicher spielt. Ne? So ein bisschen so dieses, erstmal auswählen, genau. So ein bisschen dieses Hof-Bergmann-Feeling. So auf einem ganz einfachen Niveau mit kleinen Feldern, kleinen Geräten und so. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine schöne Sache. Mal gucken. So, 3000 Euro, ne? Nehmen wir natürlich gerne mit. Sind wir nicht so. Okay. So. Gibt es ja auch die Mod, glaube ich, die irgendwas mit all die Jahre oder so ein Kram. Irgend so eine Mod, die auf alle Fälle erst mit den Jahren freischaltet, was es für Geräte gibt. So ein bisschen so ein Fortschrittssystem. Was je nachdem, wie weit ihr im Spiel seid, natürlich erst bestimmte Traktoren freischaltet. Ne? Der Deutz zum Beispiel hier, den gab es sicherlich noch nicht 1950. Aber der Bührer, ich habe keine Ahnung, was das für ein Baujahr ist. Den gibt es bestimmt schon ein paar Jährchen. Ne? Das ist bestimmt schon ein Modell, was es schon doch einige Zeit lang auf dem Markt gibt. Und genau. Aber okay, genug philosophiert heute wieder. Ich würde sagen, wir checken noch einmal kurz die Schulden, wie es hier aussieht. Sieht, denke ich, auch ganz anständig aus. Dann werden wir noch mal ganz kurz wenigstens hinterjumpen, damit wir den Braten hier komplett haben. Aufs Feld 4 und prüfen noch einmal. Ich glaube, ich habe das auch in der letzten Folge erst gemacht, aber man kann ja nicht oft genug nachschauen. Hier noch mal einfach sich das anzugucken, ne? Die Pappeln 8 von 13, also die brauchen auf jeden Fall noch eine Weile. Wenn wir, na, die müssten dann im Herbst fertig sein. Das wird auf jeden Fall spannend. Und hier die Bäumchen sehen wir ja, ne? Die sind auch mittlerweile, das ist ganz gut hier. Da sind wir jetzt, genau, Wachstumsphase 3 von 4. Ich weiß gar nicht, wird mir das schon immer angezeigt oder habe ich da mal ein Update gezogen? Keine Ahnung, so richtig. Ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wie das läuft. Like da lassen und ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss.